wir sind heute hier im Kurpark Ovala mit Sof. Herzlichen Dank, dass du da bist. Sof, stell dich mal vor, wer bist du, was machst du, erzähl alles von dir. Alles gleich. Alles. Da brauchen wir ein bisschen länger. also mein Name ist Sof, wie du schon gesagt hast. Ich bin Sängerin und Songwriterin im Bereich Popschlager, würde ich sagen. Bin so weit weg von zu Hause, doch zum ersten Mal bei mir. Hab gefunden, was ich brauche. Bin Pilot, nicht Passagier. Okay, dann fangen wir mal so an. Erzähl mal was über deine Debüt-Single oder vom Album zumindest, die Debüt-Single Pilot. Über Pilot? Genau. Okay. Um was geht's? Um was geht's? Pilot, also ich finde so die Hauptaussage in dem Song ist, ich bin Pilot, nicht Passagier. Und das sagt eh schon so, man sollte irgendwie selbst bestimmen und sein Leben selbst in die Hand nehmen. Und ich habe den Song auch in einer Zeit geschrieben, wo mir das total wichtig war, das mir selbst auch zu sagen. Also gar nicht so die Message an alle anderen, also nicht nur, sondern auch für mich selbst. Und mir hat das total gut getan, weil ich habe den Song in einem Songwriting-Camp in Kroatien geschrieben. Okay. Mit anderen Musikern und Musikerinnen gemeinsam. Und da ging es mir gar nicht so gut in der Zeit. Aber mir war dann trotzdem wichtig, einen positiven Song draus zu machen aus dieser nicht so guten Zeit. Und du hast gerade erzählt von deinem kommenden Album. Wann kommt es raus? Und der Titel ist ja Cheerleader. Ja, genau. Wie ist es denn zu dem Titel gekommen? Ja. Also es kommt im Oktober raus, noch dieses Jahr, ich glaube 4. Oktober. Und Cheerleader, also es ist ein Wortwitz in sich, weil zum einen, ich war Cheerleaderin, also es hat auch ein bisschen was mit mir als Person zu tun. Aber der Titel ist Cheerleader, also wie die Lieder, wie die Songs. Und Cheer heißt ja auch aufmuntern, aufheitern, also dass man dann besser drauf ist. Und das will ich ja auch mit meiner Musik. Also ich will, dass sich die Leute meine Songs anhören und danach besser drauf sind. Und wie ich schon gesagt habe, das ist jetzt nicht jeder Inhalt so, hey, alles ist gut, das Leben ist nicht immer super easy, das Leben ist nicht immer locker flockig, es passieren halt auch Dinge und die verarbeite ich zwar auch in den Songs, aber trotzdem ist es so, dass man sich das danach anhört und sich denkt, hey, mir geht's jetzt besser. Also genau deswegen, Cheerleader, ich möchte mit meinen Songs erheitern, ich möchte meine Songs aufmuntern. Und man kennt ja dein Gesicht eigentlich schon länger im österreichischen Fernsehen vor allem. Erzähl mal davon. Ja, also so von ganz, ganz früher. Ich habe mich schon ein bisschen verändert in den letzten Jahren, muss ich sagen. Aber ich hatte tatsächlich so ein bisschen so eine Kinder-TV-Geschichte schon. Und zwar war ich damals bei Confetti TV, noch auch mit Zoe Straub und Julian Le Play damals. Also wir hatten alle so eine Vorgeschichte bei Confetti TV damals, bei Kids for Kids und Close Up hat das geheißen und haben da gemeinsam moderiert. Das war ziemlich cool. Okay, sehr cool. Und die wichtigste Frage ist, und was ich jeden meiner Künstler und Künstlerinnen frage, wo kann man dich in nächster Zeit live erleben? Live ist gerade schwierig, weil ich bin den ganzen Mai und Juni weg. Habe ich mir das selbst irgendwie im Bein gestellt. Aber ich möchte auf jeden Fall, wenn ich zurück bin, dann im Sommer noch sehr viel live spielen. Und dann werde ich jetzt schauen, dass ich noch Bookings reinbekomme. Okay. Und jetzt haben wir an der Stelle noch einen kleinen Word-Rap vorbereitet. So, mal schauen, wie spontan du bist da. So, fangen wir an. Traumreiseziel. Malediven. Weil ich letztens mit einem Freund darüber geredet habe. Ich habe jetzt eigentlich nichts geplant, aber... Lieblingsessen? Pizza. An der Bar bestelle ich? Mojito. Einen Drink hätte ich gerne mit? Wow, mit dir jetzt gerade, weil wir da sitzen. Wir können Mojitos schon kommen. An meiner Arbeit mag ich? Das gemeinsame Musik machen, die Kreativität. Zu meinen Stärken zählt? Ja, ich finde das Kreative, was ich gerade angesprochen habe, dass einem einfach so Wörter einfallen und Melodien einfallen. Meine Mutter nennt mich? Komisch, meine Mutter. Meine Mutter nennt mich Clara, aber ich glaube, das Problem ist mein Vater. Mein Vater hat so ungefähr 20 Spitznamen für mich und die sind problematisch. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt so. Vielleicht einen. Okay, einen Erbsi. Erbsi? Erbsi. Lieblingsserie? Ich habe Pretty Little Liars letztens geschaut. Ich weiß nicht, ob es meine Lieblingsserie ist, aber ich habe es auf jeden Fall zu Ende geschaut. Das hat mich selbst überrascht. Okay, und letzte Frage. Wenn ich einmal ins Gefängnis gehe, dann weil? Oh Gott. Ja, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, sehr impulsiv. Und
Ich glaube, meine Emotionen können sehr, sehr positiv sein und halt dann auch sehr negativ. Aber ich weiß nicht, was passiert. Ich will es nicht herausfinden. Sehr nett ausgedrückt. So, vielen Dank fürs Interview und alles Gute für die Karriere. Ja, super gerne. Danke dir.